Nun erzähle ich euch noch was zur Reinigung und Pflege der Prana-Kristalle. Die Prana-Kristalle sind eigentlich sehr pflegeleicht und müssen nicht energetisch gereinigt werden. Das übernehmen die Edelsteine durch ihre besondere Kombination im Prana-Kristall von selbst, wie ein lebender Organismus, der sich selbst im Leben erhält und reinigt. Die Prana-Kristalle werden bei der Reinigung einfach wie normale Haushaltsgegenstände behandelt, mit klarem Wasser abwaschen, keine ätzenden Reinigungsmittel verwenden, da die Oberfläche dann schneller matt wird. Sollte der Prana-Kristall eben mit der Zeit seinen Glanz verlieren, kann man mit herkömmlichen Polituren, Poliermittel ihn wieder auffrischen, zum Beispiel mit Sonax Autopolitur. Jetzt kommen wir zur Aufstellung und Größe der Prana-Kristalle. Die Spitzen der Pyramiden sollten in die Himmelsrichtungen weisen. Dazu kann man einfach einen Kompass als Hilfsmittel verwenden. Es gibt allerdings keine bestimmte Spitze, die nach Norden zeigen muss. Alle Spitzen sind gleichwertig. Und je nach Wohnsituation und Größe der Räume kann man verschiedene Pyramidengrößen eben erwerben. Wahlweise kann man eben eine große oder mehrere kleine benutzen, um das Heim zu harmonisieren. Hier haben wir einmal die Größe S. Ihre Grundfläche ist 8x8 cm, Höhe 6 cm und sie ist auch ausreichend für 1 bis 2 Räume. Hier in der Mitte befindet sich die Größe Cheops M. Ihre Grundfläche ist 10x10 cm, die Höhe 7 cm und ausreichend für 3 bis 4 Räume. Und hier links von mir haben wir die Größe Cheops L. Die Grundfläche ist 15x15 cm, die Höhe ist 11 cm und sie reicht eben für das gesamte Haus oder den gesamten Wohnbereich aus. Das war's dann auch schon wieder für heute. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal.